So, hallihallo, lieber Steinbock. Sehr schön, dass du wieder mit dabei bist oder auch wenn du das erste Mal dabei bist. Herzlich willkommen. Wir schauen uns heute an, was bei dir im Juli 2022 so bei dir passieren wird, was auf dich zukommen wird. Ich bin schon sehr, sehr gespannt. Und wir werden als allererstes hier mit den Astrocards gucken, was dein Hauptthema sein wird im Juli 2022. Aber bevor wir starten, möchte ich noch einige Dinge sagen. Und zwar ist es ein allgemeines Reading, das heißt, es kann mit dir resonieren, muss aber nicht. Nimm dir einfach das raus, was für dich passt. Wenn du ein genaueres Reading haben möchtest, ich biete auch private Readings an. Der Link ist unten in der Beschreibung zu meiner Webseite und da kriegst du alle möglichen Angebote, die du dir vorstellen kannst. Du kannst mir auch sehr gerne schreiben da im Chat und dann werden wir gemeinsam ein Angebot für dich finden. Genau, was ist noch wichtig? Zeit ist immer flüssig, das heißt, es kann etwas vor Juli bereits etwas passieren oder auch nach Juli. Ich glaube, ich habe alles gesagt. Extended Readings gibt es zurzeit nicht. Das hat es bis jetzt immer gegeben. Das gibt es jetzt im Moment gerade nicht mehr, weil ich gemerkt habe, einfach Aufwandertrag stimmt gerade nicht überein. Deswegen werde ich die zurzeit nicht anbieten. Wenn ihr mich sonst unterstützen wollt, aber kein zusätzliches Reading kaufen möchtet, dann könnt ihr das gerne auch mit dem Thanks-Button hier unten tun, ja? Sehr gut, dann würde ich sagen, let's get started. Ich starte mit den Astro Cards. Was ist das Hauptthema bei dem lieben Steinbock in Juli 2022? Um welches Thema handelt es sich bei Steinbock 2022? Wow. Es geht bei dir um das neunte Haus und zwar um Lernen und Glauben, lieber Steinbock. Okay. Ja. Ich glaube, im Juli 2022 geht es für dich hauptsächlich darum, dich neuen Dingen zu öffnen. Du bist normalerweise Steinbock ein sehr beharrliches. Ze Wir haben hier gerade einen Teufel auf der Rückseite, das ist das Steinbock, die Steinbockkarte. Du bist ein sehr beharrliches Zeichen, ja. Sorry. Nehme zum ersten Mal Legungen am Morgen auf, bin hier die ganze Zeit am Gehen, aber das geht trotzdem. Du bist ein sehr beharrliches Zeichen. Es geht für dich darum, im Juli ein bisschen von dieser Beharrlichkeit abzulassen und etwas flexibler zu werden, ja. Neue Dinge auszuprobieren, auf neue Dinge zuzugehen, neue Dinge zu lernen, deinen Glauben zu hinterfragen, an was glaube ich eigentlich? Stimmt das noch? Stimmt das noch mit mir überein oder habe ich das einfach von meiner Familie, von meinem Umfeld so bekommen? Möchte ich an etwas glauben, an was und so weiter? Wirklich, es geht darum, den Glauben zu hinterfragen. Steinbock, wir haben hier die Vier der Schwerter, so fängt der Juli 2022 an. Du hast dich hier festgefahren. Ich glaube, du hast dich hier selber etwas festgefahren mit dieser Beharrlichkeit, die du hast und du kommst hier jetzt gerade nicht mehr weiter. Irgendetwas ist hier in Stillstand geraten, lieber Steinbock. Irgendwas geht hier gerade nicht weiter. Ich weiß, dass es nicht weitergeht. Zwei der Kelche. Steinbock, du hast oder wirst im Juli. Warte mal. Nein, ich glaube, du hast bereits, viele von euch werden bereits jemanden gefunden haben, einen potenziellen Partner, ja. Jemand, der euch sehr gut gefällt, ein Seelenpartner und das Ganze geht irgendwie nicht voran. Irgendwie habt ihr das Gefühl, boah, ich habe jetzt mein Gegenstück gefunden, aber irgendwie passiert da nichts. Irgendwie steht das still gerade im Moment. Okay, nicht mehr lange. Nicht mehr lange, lieber Steinbock. Wir haben die Acht der Stäbe. Da soll Bewegung reinkommen im Juli 2022, ja. Also wenn du jetzt gesagt hast, boah, wann passiert da endlich was und die da und da, im Juli 2022 kommt da Bewegung rein. Definitiv. Sehe ich hier ganz klar mit den Acht der Stäben. Sehr schnell kommt das hier im Juli. Du musst dir hier wirklich keine Sorgen mehr machen, ja. Du musst dir keine Sorgen machen. Dieser Stillstand war ganz sicher göttlich geführt. Ich glaube eben, dass du zuerst so ein bisschen lernen konntest, deinen eigenen Glauben finden konntest und ja, genau, um was geht es überhaupt bei dir? Wir haben die Herrscherin, Entschuldigung, wir haben die Herrscherin hier und das zeigt mir wirklich an, es ging hier sehr stark darum,
für dich, lieber Steinbock, zu dir zu finden als allererstes. Die Herrscherin weiß genau, wer sie ist, ist in ihrer Fruchtbarkeit, in ihrer Weiblichkeit, in ihrem, einfach in ihrer Kraft. Und wenn du ein Mann bist, dann münzt es dir einfach um auf die männliche Art und Weise, ja. Und du weißt genau, wer du bist. Und das ist hier nicht vorangegangen, weil du zuerst lernen musstest, weil du für dich zuerst lernen musstest, zu dir zu kommen. Was glaube ich nicht, was sind meine Überzeugungen, dass du das dann hier nicht mit deinem Gegenüber vermischst oder irgendwie plötzlich das von deinem Gegenüber komplett aufnimmst und deins irgendwie komplett vergisst oder gar nicht weißt, was ist meins überhaupt, ja? Wir haben hier die zwei der Münzen. Mhm. Ich sehe dich hier jonglieren, weil du kommst hier so krass, Steinbock, in deine Stärke und du musst es hier ein bisschen auf diese Kommunikation warten, die hier reinkommt, ja? Und das Ding ist, du bist so in deiner Kraft und in deiner Stärke, dass du jetzt jonglierst, ist es überhaupt noch das, was ich möchte? Ist es überhaupt noch das, was ich hier möchte? Oder möchte ich vielleicht was ganz anderes? Königin der Münzen und der Hierophant. Das ist eigentlich ein sehr schönes Paar, muss ich sagen. Königin der Münzen, ja, das ist hier für mich nochmal sehr, sehr ähnlich wie die Herrscherin. Du kennst hier deine Ressourcen. Du bist in deiner Energie, das ist hier auch Erdenergie, also wirklich auch die Steinbock-Karte unter anderem. Und es könnte sein, dass es sich hier um einen Stier handelt, der dein Gegenüber ist. Wir haben hier nämlich den Hierophant und ich sehe hier die andere Person. Also ihr seid beide sehr erdig. Das ist auch der Grund, warum das hier alles so lange geht. Das ist der Grund, warum das hier alles so lange geht, warum sich das in die Länge zieht. Weil ihr beides Erdmenschen, das klingt immer so komisch, aber weil ihr beide sehr erdbetont seid, nehme ich mal an. Und dieser Hierophant hier, also dieser eben kann Stier sein, muss aber nicht, kann Stierplacements haben, der ist sehr in seiner Ruhe, in seiner, bei sich und du halt auch. Und wenn ihr beide so bei euch seid und sagt, ich bin bei mir, ich bin bodenständig, dann fehlt die Aktion, dann fehlt hier ein bisschen Feuer, habe ich das Gefühl. Wir haben hier sehr viel Münzenergie. Ja, deswegen zieht sich das hier so in die Länge. Aber eben, die Kommunikation kommt. Die Kommunikation kommt, aber halt nach einer sehr langen Zeit, habe ich hier das Gefühl. Aber ihr habt hier wirklich beide in eure Stärken gefunden, Steinbock, sodass sie jetzt wirklich euch auf einer Ebene begegnen könnt. Ihr seid jetzt von der Reife her gleich weit. Ihr habt die gleichen Lernaufgaben durchgemacht, also vielleicht nicht die gleichen, aber ihr habt beide Lernaufgaben durchgemacht, um jetzt wirklich besser zusammenzufinden, als es zuvor gegangen wäre. Deswegen dieser Stillstand. Ich glaube, viele von euch haben sich hinterfragt, okay, warum war hier dieser Stillstand? Warum steht hier alles so lange still? Das ist aber eine Seelenverbindung hier. Also mit der Zwei der Kelche, das ist eine meiner absoluten Lieblingskarten, was mir hier wirklich anzeigt, das musste so sein. Das war göttlich geführt, dass hier nochmal ein Stillstand reinkommt, damit ihr euch nochmal um euch selber kümmern könnt, ja? Eine Weisheitskarte noch hier für den Steinbock. Wir haben die Flaschenpost auf dem Kopf. Flaschenpost auf dem Kopf. Mhm. Irgendetwas schwimmt hier noch unter der Oberfläche, das kombiniert euch. Irgendetwas schwimmt hier unter der Oberfläche und ich glaube, das ist durch diesen Stillstand eben so gekommen. Aber das wird gelüftet. Das wird hier mit der Acht der Stäbe wird das hier gelüftet, aber hier ist etwas unter der Oberfläche, was schon lange raus möchte, ja? Ich spüre das richtig, da ist so ein Drang, ein Druck. Das möchte unbedingt raus, aber bis jetzt konnte das nicht rauskommen. Ich bin sehr gespannt, was dann hier gelüftet wird mit der Acht der Stäbe. Ja, mit dem Naturgeister-Orakel gleich zwei Botschaften. Spannend. Wir haben hier die 13 und die 31. Also die Zahlen 3 und 1 können sehr bedeutend für dich sein. Und zwar haben wir einmal zur Ruhe kommen. Ja, ganz wichtig für dich, lieber Steinbock. Und sei spontan. Okay, das sagt mir hier ganz klar, komm zur Ruhe, komm zu dir selbst. Erwarte hier jetzt nicht bitter und verbittert diese Nachricht, die hier auf dich zukommen wird, könnte,
sondern komm zur Ruhe, komm zu dir, komm in diesen Herrscher, König, Herrscherin, Königin der Münzenmodus und sei bei dir und sei aber trotzdem spontan. Also, weißt du, es kann sein, dass wenn man dann sagt, ja, ich bin jetzt bei mir, dann gibt es diese Menschen, nee, wenn etwas kommt, ich nehme das nicht an, so, weil es geht jetzt um mich. Nein, es geht darum, offen zu bleiben. Wie Wasser, stell dir das wie Wasser vor. Wir haben hier nur einmal Wasserenergie, ja, das fehlt hier ein bisschen. Stell dir das vor wie Wasser. Du bist in so einem Flussbecken, stell dir das nochmal so vor, das ist ganz ruhig. Da bewegt sich gerade nicht viel, weil es kommt gerade nicht viel Wasser dazu. Und dann kommt aber irgendeine Flut und dann wird das Wasser wieder mitgetragen. Weißt du, was ich meine? Das nehme ich hier so wahr mit diesem zur Ruhe kommen, aber auch spontan zu bleiben. Das Wasser wehrt sich nicht, wenn dann ein Flug kommt. Das fließt einfach wieder weiter mit. Und ich glaube, es ist wichtig für dich im Juli 2022 auch ein bisschen mehr wie Wasser zu werden. Diese Erdigkeit von dir mitzunehmen, dieses zur Ruhe kommen. Und aber wenn dann diese Nachricht kommt oder dieser Mensch kommt, diese Neuigkeit kommt, dass du dich wieder mitnehmen lässt. Okay? Dass du da spontan und aufgeschlossen bleibst. Das ist ganz, ganz wichtig für dich. Steinbock. Wir gucken, was hat dieser Mensch, der hier auf dich zukommt, für Charaktereigenschaften? Was sind hier die Charaktereigenschaften? Okay. Wir haben drei Karten. Ich werde es euch gleich aus dem Guidebook vorlesen. Der Schwan, Wasser. Element Wasser, okay, dieser Mensch bringt hier vielleicht ein bisschen Element Wasser mit hier. Dann haben wir die Tarantel, Feuer, das haben wir auch vermisst vorher. Und dann haben wir Luft mit dem Adler. Okay, also ich nehme hier gleich das Guidebook, habe es bei den anderen auch so gemacht und werde euch hiervon kurz erläutern, was denn dieser Mensch hier mit sich bringt. Da ist er, der Schwan. Der Schwan. Und zwar steht der Schwan für Kreativität. Mysteriös ist dieser Mensch auch, aber auch sehr elegant. Also es kann sein, dass dieser Mensch sich auch sehr elegant kleidern kann, ein schönes Gefieder hat, sagen wir es mal so auf Tiersprache. Ja, und auch gut aussieht. Also ich glaube, dieser Mensch ist grundsätzlich ein Mensch, der sehr gut bei anderen Menschen ankommt. Und ist auch sehr, sehr, sehr kreativ. Also unglaublich viel Kreativität in diesem Menschen. Kann sein, dass er Künstler ist, kommt mir hier gerade durch. Oder auf irgendeine Art und Weise aus sich Dinge kreiert. Okay, dann haben wir die Tarantel. Und die steht dafür, die Lebensbestimmung zu finden. Die Lebensbestimmung zu finden und seiner Intuition zu folgen. Die Tarantel folgt ihrer Intuition. Und dieser Mensch ist wahrscheinlich ein Mensch, ja, der hat seinen Lebenspurpose gefunden. Also ich habe das Gefühl, das ist ein Mensch, der bereits sein Traumleben führt oder auf dem besten Weg dazu ist, sein Traumleben zu führen, das, was er sich vorstellt. Und deswegen, ja, also darin ist er so gut und das kann er so gut, weil er hier seiner Intuition folgt, genau. Und dann haben wir noch den Adler. Adler, 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 Adler. Allah. Ich bin durch, sorry. Ich bin durch, da. Adler. Also, viel Kraft, der sucht nach der Wahrheit und transformiert Karma. Aber auch challengend, ja. Und wenn dieser Mensch, ich habe mein Augenmerk ist jetzt gerade noch auf das, wenn dieser Mensch out of balance ist, also wenn die Energie nicht ausgeglichen ist, kann es sein, dass dieser Mensch auch ein bisschen controlling ist, ja. Also es passt hier zum Hierophant. Der Hierophant, Stierkarte, da ist auch, das ist auf der Achse, auf der Skorpion-Stierachse ist das Thema Kontrolle auch vorhanden. Deswegen, wenn dieser Mensch nicht in seine Energien nicht ausbalanciert, kann es sein, dass dieser Mensch auch so ein bisschen Kontrollthemen hat und ja, gerne Dinge kontrolliert. Das ist so ein bisschen die Energie von eurem Gegenüber. Dann gucken wir mal noch hier mit den Engen der Liebe. Was ist hier für den Steinbock in der Liebe wichtig zu wissen? Die Engel der Liebe. Was habt ihr hier noch für Steinbock zu sagen?
Wow. Steinbock, du verdienst es, geliebt zu werden. Du bist liebenswert, haben wir hier. Wunderschöne Karte. Es kann sein, dass du daran gezweifelt hast, bin ich überhaupt liebenswert, weil hier dieser Stillstand war. Hier war dieser Stillstand und du hast dich gefragt, boah, liebt mich dieser Mensch überhaupt? Liebt mich überhaupt jemand? Habe ich es überhaupt verdient, geliebt zu werden? Passiert hier irgendwann noch was? Ja, hier wird Kommunikation auf dich zukommen, lieber Steinbock. Und ja, die Engel wollen dich wissen lassen, du bist es wert, geliebt zu werden. Du verdienst es, geliebt zu werden, ja? Wir gucken jetzt noch mit den Engeln der Liebe. Was kommt auf Steinbock zu im Juli 2022? Was sind hier die Botschaften? Okay, normalerweise haben wir drei. Ihr habt vier, okay? Ihr habt vier. Für immer, ihr beide seid in Ewigkeit gesegnet. Ja, ich spüre hier wirklich auch eine sehr göttlich geführte Verbindung raus, die wirklich sein muss, seine Zeit braucht, aber die halt wirklich hier für in die Ewigkeit. Ja, nochmal. Doppelte Bestätigung auf ewig. Respektiere den Ort im anderen, in dem allein die Liebe wohnt. Respektiere den Ort im anderen, der ewig währt. Richtig schön hier. Also zweimal hier die Ewigkeit. Wir haben den Seelenpartner. Dein Seelenpartner ist im Geiste bereits bei dir. Glaube daran. Ja, es geht für dich auch darum, Steinbock, in dieses Vertrauen zu kommen, dass dieser Mensch bereits in dir ist. Oh, wow. Wow. Okay, das hatte vielleicht auch so einen Grund, warum das so rausgekommen ist. Also dass dieser Mensch bereits bei dir ist, wollte ich sagen, ja. Ja, vielleicht geht es hier aber auch um die Fantasie, weil die Schönheit in der Fantasie zu erkennen. Weil das ist ja auch das Thema der Polarität. Wenn ihr getrennt seid, dann kann diese sexuelle Anziehungskraft stärker werden, ja. Und genieße das. Genieße das, was du da wahrnimmst, was du da fühlen kannst, was du dir da vorstellen kannst. Das ist echt was ganz Schönes und etwas, was geschätzt werden darf. Und dann haben wir Manifestation. Deine Träume werden in Erfüllung gehen. Und ja, gerade nachdem ich das gesagt habe, du sollst ein bisschen träumen, kommt hier die Bestätigung, dass das auch in Erfüllung gehen wird dann, ja? Weil deine Gedanken haben Kraft. Ja, Steinbock. Das war's mit deinem Reading für Juli 2022. Ich hoffe, es hat mit dir resoniert, es hat dir gefallen. Lass mich das gerne wissen mit einem Like, einem Kommentar, einem Abo, einem Thanks, wie du magst. Und wie gesagt, private Readings sind offen. Du kannst dich sehr gerne bei mir melden über die Webseite. Und wenn du Fragen hast, da im Chat schreiben. Ich freue mich sehr. Und sonst würde ich sagen, wir sehen uns spätestens wieder fürs August-Reading. Und mach's gut, lieber Steinbock. Ciao.